gejoint. So. Asi, gell? Verbindung. Cool. Ich war gerade im PSN-Menü. Und nicht vergessen, die Leute hier im Ingame zu muten. Ich hab die Dingens gemutet. Gangster? Oder musstest du in der Lobby jetzt nochmal muten? Ja. Die Teams sind... Die sind gemischt. Nee, war nicht. Ja, ist doch klar. Ja, und jetzt? Das ist schlecht. Was ist jetzt? Ich stelle mich einfach rauf und salutiere. Wir können nichts anderes tun. Guckt euch das an. Ein Ticket, ja, damit das schnell geht. Okay, weil er weiß von der Autoeinteilung. Das ist organisiert. Das nenne ich Organisation. Das nenne ich organisiertes Verbrechen. Das Verbrechen hat aber Konami begangen, weil sie das nicht von Anfang an regeln können. Und 3 Sekunden. Ja, gewonnen. So nicht anders. Leute, diesen Trick sollten wir uns mal merken. Ja, der ist ja von MGO-Forums, ne? Mhm. Nee, ich meine auch für unsere privaten Matches. Ach so. Aber kann man das dann ändern zur zweiten Runde? Nicht in der zweiten Runde. Ich schalte Mission einfach anders ein. Ja, genau. Ah, das können wir eigentlich nicht machen. Das können wir nur bis zu 4 Spielen machen. Und dann haben wir wieder einen so falsch. Nein, du kannst 5 Games machen. Ja, ich meine ja 4 Spiele normal und 1 Statier dann immer. So. Ne? Gangster Selbstmord gemacht. Hat da jemand... Gangster war clever. Easy Life Molotov Cocktail. Mann. Easy Win. 0 Punkte zu minus 550. Die Frage ist, warum hat Trixie nur minus 250 eben gemacht? Hä? Nee? Nein. Selbstmord. Hä? Selbstmord. Achso, ja, nee, einer hat Luca geworfen. Ja, schon, du wurdest lokalisiert, Michi. Okay, also ja. Das nächste jetzt zählt. Oh ja. Wie gesagt, 1 Minute nichts machen. Wir können Buddy Links anmachen. Und eine Minute. Die Nachricht von Trixie. Ja, und er positioniert sich. Also die 1. Minute von den 6, weil wir spielen ja nur 5, nichts machen. Moment, ganz kurz. Ich fühle mich gut. Ich mich auch. Wir fühlen uns immer, wir sind die Einzige mit 37. Ihr beiden seid aber Jungs, auch. Sagt mal kurz was. Ich will gucken, ob im Stream jetzt die Dingens aus sind, die Cloak and Dagger. Cloak and Dagger, denk dran. Wir linken gleich Trade, nein? Mhm. Nochmal. Ganz kurz, nur zur Information. Klassenwechsel erlaubt oder nicht? Weil das habe ich eben nicht mitbekommen. Denke ich doch. Warum nicht? Ja, also, was heißt Klassenwechsel? Zwischendurch, solange du die Regeln nicht verstößt dadurch. Ach so, die Frage ist halt, oder meinst du die Klassen und nicht nur die Einstellungs... Die Ausrüstung können wir nach Belieben wechseln. Ja, und die Klasse? Nein, ich meine jetzt auch Sniper, also Infiltrator, Enforcer und Dingens, ob man die wechseln dürfen. Ich glaube, das haben wir gar nicht gefragt. Nicht. Also ich bleib jetzt die ganze Zeit bei meinem Scout. Also ich kann nur mit dieser Einklasse, also bin ich fertig. Wieso denn Cloak and Dagger? Ich hab gedacht Bounty Hunter. Ja, das ist ihr Spiel wahrscheinlich. Ach so, Daniel, ich bleib beim Spawn, gell? Okay. Betrüger. Go, Assi, go. Assi und der Glenf. Die Glenfer Konversion. Die Cloak and Dagger finde ich nicht so gut. Mixtape wird auch noch immer. Ich spiel easy mit meinem Level 5er. Mach euch alle weg. Ich hab noch ein Level. Ich bin noch besser. Rein. Warte, ich bin noch besser. Ich bin noch besser. Ich hab kein Level 1er mehr. Ah, sauber. Ich bin schon auf meinem niedrigsten Charakter. Genau. Ich auch. Ach, die machen mir jetzt platt. Los. Ja, vor allem du, Andi. Wenn Asi eine Disc kriegt und sich porten kann, haben wir gewonnen.
Nee, echt? Dann haben wir gewonnen. Ich hatte eine Einladung von Jack Hammer bekommen. Ja, ich auch. Dieser hässliche. Ey, mit dem hab ich das gespielt, der ist gut. Laber nicht, er war schon in MGO 2 nicht gut. Ja, aber hier ist was anderes, sagt er. Und hat er aufgehört zu prüfen. Ja, er hat ein bisschen was angebaut. Mit der Glenfar-Konversion. Ja, was ist denn mit der Glenfar-Konversion eigentlich? Ich klicke auf ihm rum. Genau, eben war er noch fertig. Er wechselt den Charakter. Guckt, er macht was. Er macht ja, die ganze Zeit. Da kann ich ihn entscheiden, der Wichser. 1921. Die sind erst 12 und 10. Die können doch niemals gut sein. 1921. Die haben Angst, dass wir alle über 20 sind im Schnitt. Wie alt bin ich denn jetzt? Ich brauch das nicht. Ich brauch das! Alter David, du hast das richtige Level, das ich haben sollte. Was? Warum? Du müsstest bei Traklinus so angesiedelt sein. Warum? Alter, du Haufen! Okay. Ich wäre aber ein Jahr älter als Drak. Verteidigen oder greifen wir es an? Okay, geht los. Defenden. Wir greifen. Defenden. Wir verteidigen. Okay. Ich habe Verhöre. Ich habe, also wie gesagt, schnelle Verhöre, ne? Ja, habe ich glaube ich auch. Ich habe jetzt mein Maschinengewehrbild genommen für Verteidigen. Wir dürfen uns nicht unsichtbar machen. Genau, nicht unsichtbar hab machen. Hab ich Stealth mit? Nein. Ich mache das alle mittlerweile so Leute, automatisch. Leute, die erste Minute, hey, Leute. Zurück. Andi. Michi! Wir machen jetzt Buddy-Links, er positioniert sich. Andi, du darfst eh nicht vor 5 Minuten weg. Ich weiß. Bleib doch verstehen. So, wo gehen wir hin, Track? Es funktioniert wieder nicht. Hast du einen Plan? Nochmal? Genau. Mach du es erst. Wir bleiben auf jeden Fall zusammen, würde ich sagen. Na, auf jeden Fall. Das Wurmloch hat sowieso nur einen Sinn, wenn man Angreifer ist. Denkt dran, eure Waffe einmal nachladen, damit ihr einen Schuss mehr habt. Auf allen Waffen? Alle verteidigen auf jeden Fall A-Track. Okay. Denkt dran, dass du Davyguard, dass du umgestellt hast und vergesst es nicht schon wieder. Michi? Geht das Tanzen noch? warte. Nein, oh Gott, das wollte ich nicht werfen. Fuck. So, los, es geht los, die Minute ist rum. Ja, es geht los. Mein Lutz hat das Thema beginnen. Andi, bleibt einfach immer bei mir. Ich bin hinter dir. Ich bleib bei dir. Wie kommen wir da runter? Okay. Ah, Gott, das ist verwirrend. Wurdest du angeschossen? Ich hab was gehört. Hab einen! Geil. Oh, sehr gut. Schön sehen. Ich seh noch einen. Der ist hinter, rechts hinter der Absch... wo ich jetzt hinziehe, Asi? Da hinten, Kenn ich komme. Hast du gesehen, Schumi? Dort, wo ich hinziehe? Zwei Leute. Lass mich hier lang gehen. Zwei Leute sind das. Hier in der Mitte ist ein Smoke. Ey, ich seh einen. Schau einen! Achso, ich dachte gerade, das wird dich angreifen. Okay. Einer war ich bei den Rohren in der Linkstrack. Mitte. Ja, da irgendwo. Ich glaube, da sind beide. Die haben da Granaten. Wo ist eigentlich Spee? Wie kommt man da runter? Sind das deren? Die haben doch keine tödlichen Waffen, oder? Ich hab deinen Linkstrack. Schönes Ding, Anni. Genau, den hatte ich gesehen. Auch beim Revealen. Ich sehe nichts. Der ist weggelaufen. Das ist, als sei er ein Noob. Ich hab noch einen. Bei mir. Wo? Hier, glaube ich. Wo ist hier? Hier, hinter den Dingen. Pass auf, Gangster! Nein, bei mir! Ah, bei mir! David, schießen ab! Dave, hat noch einer! Mach dir keine Sorgen um deinen Rücken, Dave, ich hab dich! Gangster! Ich hab bei mir ist noch einer! Geil! Sehr gut! Sehr gut! Und jetzt rush the boys! Fuck 'em up! Es lebt nur noch einer! Ja! Das ist Twix Savvy. Wo ist der Twix, versteckt sich wahrscheinlich ganz hinten rechts in der Ecke. Und wenn ich ganz tief die Luft anhalte, wird mich niemand hören. Leute, ich bin hier bei einem Abholpunkt, ne, damit ihr Bescheid wisst, weil ich hier verschwinden sollte. Naja, wir gimpen alle auf der Map rum. Nee, nur noch einer. Schumi und ich haben Disk A gesichert. Ich hätte ihn verhören sollen, aber... Ich sehe ihn, er ist oben auf dem Turm. Dave, er ist bei dir in der Nähe, Oh, ich seh ihn! Wie dumm!
Gangster, Vorsicht! Michi! Wir haben... Oh Mann! Ich wollte sie doch... Sorry, der hätte mich geholt. Okay, wir haben gewonnen. Ja, sehr gut. Bisschen Bad Manners. Jawoll. GG! Wie viele Punkte haben die? 600. Ich mache einen Screenshot. Bei uns ist niemand gestorben. Ich mache den Screenshot vom Endergebnis. Wo ist der jetzt? Okay. Oder lassen wir die Zeit ablaufen? Keine Ahnung. Lass die Zeit ablaufen. Das sind sonst Punkteverfälschung. Ganz genau. Und der, also macht ihr einen Screenshot immer oder? Ich habe einen Screenshot gerade gemacht. Gut, mach bitte immer einen, dann. Genau, das ist das Endergebnis. Ja, das Problem. Ah, ne, wir gewinnen ja automatisch. Ja, hat's erledigt. Mhm. David? Ja? Leute, können wir uns mal alle irgendwie versammeln und einmal salutieren? Ich würde mir gerne. Teamfoto! Ja, okay. Teamfoto! Ja, am Tor am besten oder so, hier irgendwo. Ne, hier, ja, genau, hier ist. Ich höre viel Licht. Hier oben drauf! Hibi! Ja, genau! Hier oben dran! Scheiße! Alle müssen so einmal rausziehen, dann muss einmal einer Foto machen. Kann ich wegmachen oder? Und jetzt, machen? Und jetzt schön Song tippen. Ja, ja toll. Song. Ich gehe gestern verdammt im Boxfass. Gangster, du musst das noch machen. Ja, ja, jetzt. Ich will mich mit niemandem verbinden. Nein. Michi. Und Leute, so habe ich mir MGO vorgestellt, nur damit ihr es wisst. Ja klar, mit 5 bis 10 Sekunden mindestens in der Runden Ende. Ich schätze mal, darum sind die Runden auch so ein bisschen kürzer. Wahrscheinlich. Es gibt einfach keine bekannte Methode heute. Und jetzt, wie machen wir es in der Runde? Drei Mann zu A und drei zu B. Die nächste. Bitte, ich bleib am Spawn und bleib bei einem der Computer. Und der Asi, wenn der eins hat, muss der sofort zurück. Ihr müsst den jeden Preis beschützen dann. Okay, also sind wir Asis Bodyguards? Ja, wir sind ja alle jetzt quasi so weit, dass wir das Wormhole benutzen können. Also, ja. Können wir ja gucken, wer am nächsten dran ist, wie und was. Kann man, ja, aber kurz ich bleib extra hinten dafür. Kann man sich neu Buddy linken? Ja, ne, aber gut, wahrscheinlich. Ja, aber dann ist es weg. Raus, um das dann neue... ist Wurmloch weg. Genau. Ja. So, taktisch 3. Ich habe 3 Zusatzdinger. Mhm. Leute, nicht vergessen, die erste Minute nicht. Ja, genau. Ja, okay. Und ja. Asi, wenn du das bitte. Das wäre so geil, wenn er klappt. Ja. Ich bleib hinten und am Ende. Hier bin ich irgendwie nicht so gut. Hä, wo ist die Tarnung? Guck. Ich hab einmal das. Da unten ist die. Du musst links auswählen. Die Fulton-Kanone. Und die Puppies. Oh mein Gott. Alles. Du hast die Tarnung an. Andi macht dich still. Schummeli und nachladen, Jungs, nachladen. Schummeli, Tarnung. Du hast einmal Waffen gewechselt, du musst Tarnung. Ja, Drake, Tarnung. Drake auch. Die geht einmal aus Versehen weg, wenn man was auswählt. So, und wohin jetzt? Müssen nur noch patchen. Random nachladen. Random. Ja, nachladen, Jungs. Asi, ich stell mich oben auf den Turm immer dann, okay? Wie kommt man runter? Wie kommt man runter? Es gibt so halt geheime Wege. Guck dann mal. Ja, bitte, was geht jetzt los? Du musst die 3 Zwischenbosse besiegen. Nein, keine Ahnung. Ich hab gar keine Waffen. Ist okay, ein Monomythos. Es gibt mehrere Gegner. Wie komm ich hin? Andi, lass uns mal oben lang gehen. Leute, vergesst nicht, beim Rennen wird euer Präsenzfeld angezeigt. Yep. Ja. Ja. Okay. Ich warte hinten. Ich bleib halt einfach hinten und warte. Ich hab Flüchtgott O. Da kamen schon Schüsse. Ja, das war ich. Bleib mir bei Asi. In der Nähe? Wie du meinst. Markiert. Stark. Einer ist bei mir. Wo ist bei mir? Hinten am Spawn, wenn wir gespawnt sind. Okay. Der kommt zu euch hinten rum, Schummeli. Und. Nein, der kommt die Treppen hoch jetzt. Scheiße, ey. Mit. Na komm, wir gehen hier hoch, Drake. Wir gehen hier hoch. Okay. Ach, den da hoch. Da ist er. Ich finde das sowieso gut. Wo ist er? Kann ich besser markieren. Hasten. Ja. Hat ihn jemand? Vergiss nicht, sie können sich da absprechen. Da kommt noch einer. Oh, ich bin weg.
shit. Wo sind denn die? Auf der Treppe. Da unten, an der Treppe, an der Treppe. Erstmal Harry Days. Da ist er da uns, der Michi. Schoni ist weg. Sehr geil. Gut. Ist er da weg? Ist er weg? Ist er weg? Ist er weg? Er ist weg. Ja. Noch einer. Ich markiere ihn. Hab ihn markiert. Vorsicht, bei dem Geschütz bei A in der Nähe habe ich gerade einen Kopf gesehen. Ich, also, meine Nerven liegen ein bisschen blank. Oh, Michi, schade. Ah, er ist im... Ja, okay, GG, Andi. Deine Dingens hat... Nein, gemacht. Nein, nein, er wurde runtergeschossen. Okay, schade. Das heißt, er ist hier noch irgendwo. Sind wir die einzigen beiden? Drei. Es leben alle noch außer... Ja, drei leben noch von uns, Dave, und von denen ist erst einer gestorben. Okay. Ich zitter ein bisschen, muss ich zugeben. Ich hab Angst. Ja, beruhig dich. Hä? Ich bin getrennt. So, sorry. So, ich bin da auf jeden Fall. Ich bin weg. Hallo? Ich bin auch weg. Weg. Wie? Was? Weg wo? Ich bin die... Wir sind die Seed. Hä? Ja, ich bin rausgeflogen. Nein. Was? Nein! Warum bin ich weg? Da muss die Runde wiederholt werden. Ja, sieht so aus. Eigentlich müssen wir auch gewonnen haben, weil wir haben schon einen mit rausgeholt. Wenn noch einer eine Disc bekommen könnte, dann können wir da wieder reinjoinen. Weiß nicht. Ja, doch. Versuch einfach mal so normal zu spielen. Mach wenn ihr jetzt noch gewinnt, ist gut. Ich versuche noch ein bisschen zu markieren für Punkte, so zum Beispiel. Ich hole eine Disc. Pass auf, da ist einer, David. Denk dran. Ja. Warum sind wir rausgeflogen? Unter dir, Truck, ist einer. Was? Keine Ahnung, auf dem Hof, bin laufen wieder reingejoint. Ja, ich auch. Ich denke mal, so bin ich unsichtbar. Wie viel Punkte hatte ich denn? Ich hatte eben noch 250 hinten geholt. Rechts bei der gelben Fahne. Er kommt zu A. David, auf dem Dach ist einer. Zwei Stück bei A. Und einer kommt auch zu dir rein. Ja. Drake, rechts von dir, Drake. Komm auf dem Dach. Bei A, da jetzt sehe ich alle. Ja, ich sehe bei. Ich bin jetzt bei denen im Team, aber ich sag mal nichts. Was? Pass da auf, geh wieder raus, dann wäre schnell. Ja, ich gehe auch wieder raus. Mach mal das auch, Andi. Okay. Voll komisch, dass wir in deren Team kommen, obwohl ihr weniger seid. Ja, das ist komisch. Eine Minute noch. Vorsicht, Dave, da kommen Leute. Ich markiere einen. Ach, verdammt, der läuft genau hinter der. Pass genau auf, dass du bei McKinnon nicht gesehen wirst, dein Fernglas ist sichtbar. Ja, das stimmt, das weiß ich. Ich bin extra an so ein Fenster gelehnt. Für ein bisschen mehr Unsichtbarkeit. Scheiße. Warum auch immer. Oh, ja, okay, ich weiß warum. Egal. Nur ich. Nur ich. Was meint ihr, soll ich für eine Disc gehen? Wir haben gewonnen, wir haben Punktesieg. Soll ich dann also für eine Disc? Oder meint ihr, ich bin ungesehen besser, weil ich... Nein, versteck dich. Kein Abschusspunkt, ne? Das ist sicherer. Jacko, und jetzt nicht. Setz dich einfach neben eine Disc und am Ende nimmst du sie in der letzten Sekunde für Punkte. Nein, in 13 Sekunden komme ich da nicht rüber. Ich habe 100 Meter und 68 Meter. Achso, ja, dann warte. Ja. Wenn ich nicht abgeschossen werde, kriegen sie den Punkt dafür nichts und ich denke, das ist das Klügste. Wart ihr alle tot, die gesiegt worden sind? Nein, einer nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Das war komisch. Wir müssen eigentlich gewonnen haben. Ja, haben wir auch. Das ist ja! Ja! Doch, erste Runde! Und ich habe einen Screenshot von allem. Sehr schön. Jetzt können wir doch eigentlich wieder reinjoinen, oder? Nein, da muss glaube ich neu aufgemacht werden jetzt, weil sonst gibt's hier durch. Ja, ist ja eh die zweite Runde jetzt. Okay. Es kann aber sein, dass wir trotzdem wegen DC wiederholen müssen. Kann sein. Also bereitet euch drauf vor, mental. Hoffentlich nicht.
Waren wir die einzigen, die DC'd sind, also aus unserem Team? Ja, nur aus unserem Team, 3 Leute. 2 Tote und ein Lebender. Na, cool. Dann haben wir noch nochmal Minus gehabt. Und haben es trotzdem geschafft. Ich hätte zerfistet. was jetzt? Mal gucken, was haben die jetzt? Bounty Hunter. Achso, die haben jetzt... Ja. Ihr seid alle drin? Ihr seid alle drin? Ja. Okay, Andi nicht, Andi join mal schnell. Yep. Ja, okay. Okay. Tut mir leid. Hatte ich vergessen. Jetzt kommt nämlich die Autozuweisung wieder. Und es hat geklappt. Nee. Nein, ja, Angel ist noch gar nicht da. Death Angel ist. Oh. Gangster hätte sofort joinen müssen. Ja, jetzt sind die feindlich im Team. Jetzt mal gucken, wie viele Punkte eingestellt sind. Ja, ich bin rüber. Aber von denen fehlt auch einer. Gemacht haben, Mann. Das ist, dass man das Team wechseln kann, das ist doch jetzt nicht so, so schwer zu implementieren. Wir haben ja, Seth Angel zu viel. Drin. Seth Angel. Ja. Ich frag mich, ob der das merkt. Sind alle da. Er ist Level 20, das sollte er merken. Soll ich jetzt draußen wieder rein? Soll ich Nein, denn? Bringt ja nichts. Ist das diese. Wenn dieser Seth Angel es aufmacht? Ja, das wäre halt dann clever, aber dann besteht die Chance immer noch, dass Seth Angel zu uns wiederkommt. Nicht, wenn Gangster schon vorher also dann, zu uns ist. Dann wäre Gangster, ja doch, aber dann... Moment, gerade. Kannst du ihn kicken? Der Host könnte ihn kicken. Ja, der Host kann aber rein. Oh, das habe ich jetzt viel zu spät mitbekommen. Wir hätten, der hat mir eine Nachricht geschickt. Wir hätten schon starten können, als die Uhrzeit begonnen hatte. Wir mussten gar nicht warten. Was haben die anderen gemacht in der Zeit? Was? Eine Minute. Was? Okay. Yo, guys. Ja, wie krank ist das denn? Und trotzdem. Oh Mann. Also nur eine Sache muss ich sagen, war störend für mich. Den Typen, den ich betäubt habe, der ist die Treppe runtergeglitscht, der ist nicht runtergerutscht, der war auf einmal weg. Deswegen habe ich da so gehandelt. Hä, wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt? Ich habe den, da hätte ich zu viel kriegen können. Also, ist er nicht rausgegangen? Ich bin extra rein und raus. Leute, nein, nein, wir aber... können dieses Match doch jetzt nicht starten, weil... Teams passen nicht. Ja, was ist, wenn wieder nur ein Ticket ist, um das auszugleichen? Das wissen wir jetzt nicht, der das eingestellt hat. Ja, jetzt Seth Angel ist weg. Schnell. Jetzt schnell Gangster, Andi, wenn du es jetzt machst, bist du sofort da. Gangster, ja. Hurry. Hurry up. Schnell. Und dann beten wir, dass Seth Angel nicht kommt. Das nicht. Du musst nur vor ihm wieder connecten. Ich hoffe, er hat genau. So viel Brain und wartet irgendwie 10 Sekunden. Ja, ich hoffe es auch. Komm. Was ist, wenn er bei uns reinkommt ins Team? Gangster, ja, sollte er eigentlich nicht. Gangster. Ja! Perfekt! Wenn jetzt noch der Seth Angel richtig zugewiesen wird, können wir. Andi, mach ready, direkt Domination zeigen! Domination? Hey, wir sind bereit, ihr Wichser. Ja! Glenn-Verkonvention, ne? Zweite Runde. Ey, warte mal, haben wir eigentlich... Wir haben gewonnen, wenn wir das hier jetzt gewinnen, oder? Ja, dann sind wir halt im Finale. Easy life. What's up with these motherfuckers? Will der mit dem Level 5er rein? Der geht mit dem Level 5er rein. Naja, soll jetzt unser Schaden nicht sein. Denke ich. Also haben wir jetzt wieder eine Minute am Anfang? Nein. Anscheinend nur die erste Runde, so. Oder? Ja, er hat mir jetzt gesagt, wir müssen nicht warten. Ja, wir können ja mal so ein bisschen rumrennen. Die Geist können starten, as soon as the clock begins, sagt er. Okay. Ja, Lass mal Track, Lena. So you guys can do whatever you want. Ah, perfect. Ja. Yeah. Fuck him up, boy. Yeah, because there's too much problems. Me and my other friend are gonna talk to the developers, and because hosting is not working horrible. Out. Yeah, it's terrible. Sorry for the other team. I feel sorry for the other teams because they didn't get their matches started. Okay.
So you guys can use elocators, you guys can use turrets, you guys can do whatever. I have a question. In the last match, yeah, go ahead. Three of our team members disconnected. Two were already dead and one was still living. They had to be walker gear. I think that was a host problem. I don't think there isn't a walker gear then. You can use whatever. You can use walker gear, you can use anything. Until you can do whatever you want. Until hosting is solved, and until we talk to the developers, tournaments might have to wait because they're just too complicated. Why didn't they think about it in the first place? It was technically our fault because we were there. It's just we didn't tell the developers. They didn't let us create our own matches, so we didn't know it was a problem. There's noch einer Gangster, pass da auf. Danke, danke. But I think you shouldn't have to. I mean, I know. They should have had it already said because they had an MGO 2, but... Yeah, and that's exactly that. Know. Why isn't it as balanced as MGO 2? I'm baffled. Well, yeah, can turn off the walker gears in the host menu. I think it's weird. I really don't know what happened. There are too many. Okay, ich wurde gerade gegriffen. Nein. Das sind Leute. Kann jemand zu mir kommen? Ich habe in der Plüschfalle. There are too many things like hosting and matchmaking is too complicated. The simplest options are missing. You can't even rename the lobby, which is literally impossible to find, man. Yeah. Yeah. Like, it's not even connection issues. I can't even find the lobby without having trouble. Why? Do you see this? There's a walker gear active. Do you see this? Yeah, you can use walker gear. That's fine. Yeah? Okay. Yeah, the tournament's over, so you guys can play the way you want. That's just for fun now. It's just for fun now. I'm playing right now. I'm playing with the other team. I'm actually killing you guys. Enjoy game. Well, okay. You guys are actually doing a pretty good job. You guys are beating me. We're fucking beasts. hey. Bad Admish. You guys are good in sniper. Nein. If you need anything to prove your point, if it might help in some way, I may present my footage I recorded. I recorded everything, also what we just talked about. Oh my god, this now. If that would help, yeah. The complaints we're gonna get from both clans. I will help any way I can to make MGO better because right now it's not perfect to say the least. Yeah, I know. I'm gonna jump in the other chat. I'll join back. Okay. 6-1. Good. Dabei war es bis jetzt eigentlich sogar spaßig. Ja. Warte mal ganz kurz. Es ist ja für nichtig erklärt worden. Er hat einen gewissen Sniper gelobt. Ja, mich! Ja, ist okay. ihr seid alle cool, Schwanzvergleich und so. Ich hab eben vergessen, meine Stamp-Farben zu benutzen. Dass wir gut rüberkamen jetzt bei dem Match, also. Ja, das ist doch geil. Jo. Das ist schon lieber. Aber nicht die Underwolves. Not the Underwolves. Underdogs. I hope you see what I did there. Yep, I saw it. I felt it. I'm living in it. I'm marrying it. Toll, jetzt habe ich nicht mal Lukas dabei. Ich aber, 5 Stück. This is OP as fuck. Ich hab den feindlichen Wolfer hier. Au! Geschütze! Ach, der Fuck. Ich hab den gekillt. Sehr gut. Oh Mann. Aber es ist schon.
Es spricht schon für sich, dass ein Turnier gecancelt werden muss, weil das Spiel Turniere nicht möglich macht. Da ist einer. Ey, ich hatte ihn doch. Na gut. Schumi, ich bleibe dein Bodyguard. Oder du meiner. Ich weiß nicht, wie rum es sinnvoller ist. Ich hab den auf dem Geschütz. Ich glaube, die kommen eher aus der rechten Richtung, ne? Fuck, nein, hinter dir, Schumi. Der ist hinter dem Truck. Ich weiß nicht, ob du den siehst. Ja, ist der Gangster. Der ist schon Da. Ja, da war noch ein anderer neben, den ich bewusstlos gemacht habe. Ich sollte nicht hinter deren Base stehen und Leute versuchen zu schultern. Bin tot. Volker hier ist unbesetzt. Das Gute ist, jetzt habe ich neue Lokalisierer. Ja, also manchmal hat Sterben einen Vorteil. Was sowas angeht. Oh, ich wollte das effektiver bringen. Sie werden mich fulten. Ist jemand in der Nähe? Ja. Das sind drei oder vier Stück. Scheiße. Ich muss was drauf machen. Ich konnte noch einen mitnehmen. Vielen Dank für die Rettung. Kein Ding. Oh mein Gott, irgendwer hat. Oh mein Gott, sind das viele. Ich werfe eine Rauchgranate. Ich habe leider keine nützliche Granate. Nein, du bleibst unten, Ey, ich hab drauf geschossen! Da ist einer links von dir, Shrek, der ist unsichtbar. Nein, das sind zwei. Also ja, da war einer, aber zwei noch. Drei! Oh mein Gott! Rette Drake! Vier Punkte, es geht um vier Punkte! Nein! Dieser Wichser! Er hat mich auch getötet, das ist vielleicht sogar gut. Ey, ja, Schumi. Aber der hat mich getötet mit einer Granate, die er durch den Tod fallen lassen hat. Boah, ich treff nicht. Ich werde und jetzt muss ich nachladen. Fuck. Ich konnte Schumi nicht retten. Ja, du hattest nur einen. Es geht noch. Da rennt einer mit dem Schild bei mir in der Nähe. Pass auf, David. Fuck. Hey, die sind alle verschwunden. Vorsicht, Unsichtbarer bei dir, Michi. Leo, hab ich gesehen. Check. Wow, der kam über die Mauer. Lass die am besten kommen. Das ist hier nicht voll, weißt du. Hä? Ja, die Genfer-Konversion hat mich. Lass die kommen. Ey, von hinten. Ja, sie waren hinter uns. Oh mein Gott. Müssen wir nicht waschen, wie bekloppt. Da waren sie besser. Ja. Runde. Naja, 500 Punkte haben sie mir aber nur. Ja. Ja, und das aus drei Fultons. So drei Fultenpunkten, ja. War aber gut. Macht ja Spaß zu spielen. Tja, das war also unser erstes Turnier, hm? Anderthalb Stunden Vorbereitungsaufnahme, eine halbe 20 Minuten und dann war's. Oh. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall raus. Für mich war es. Ja, wir haben die doch rasiert, so oder nicht? 4 Minuten Spielzeit, dann würde ich die Seed. Ja, so. Aber es ist wirklich weder unsere Schuld noch die von den Organisatoren. Das ist das Spiel. Sorry, also. Natürlich, das ist das Spiel. Ja, was ist denn schiefgelaufen? Was war denn das? Die anderen können wohl nicht hosten. Ja, es ist unmöglich, ein Match zu machen, allein mit der Teamaufteilung und dann gibt es ja noch Disconnects und alles und überhaupt, was wir tun müssen, damit dieses Match überhaupt in die richtigen Teamaufteilungen gerät. Ihr habt es ja mitgekriegt, dieses erste Match, wo wir uns dann umgebracht haben. Ich habe einen Selbstmord. Also, ich... Aber hey, wenn wir dafür in irgendeiner Weise sorgen können, dass das verändert wird, wenn wir damit gerade was tun konnten, dann... Können wir, glaube ich. Und wir können getrost sagen, wir haben die in beiden Matches geschlagen, obwohl nur wir Connection-Probleme hatten eigentlich. Ja, und vor allem haben wir die genommen, als nur die in der ersten Runde Walker-Gist hatten. Also ich möchte jetzt nicht wie ein Samariter klingen oder sowas, aber mir ehrlich gesagt ist es egal, wie unser Match in dem Fall ausging. Es geht mir eigentlich nur darum, dass wir es irgendwie schaffen, sowas richtig spielbar zu machen, dass wir ein Turnier in voller Länge ausleben können. Ja. Und aber kein Wunder, dass Konami keine Turniere machen will jetzt. Also das ist ja nicht Konami. Ja, ich meine allgemein, dass die jetzt keine machen wollen, weil es nicht geht. Das meine ich.
Ja, die waren einfach hart retarded und haben dieses Matchmaking von MGO2 noch vielmals verschlechtert. Das ist auch auf jeden Fall eine Kunst für sich. Ja, MGO2 war sehr gut. Ich lobe es, wo ich nur kann. Aber das Matchmaking da war nicht großartig. Nein. Das muss man dann doch sagen. Aber dass sie es tatsächlich nur geschafft haben, es zu verschlechtern. Das ist Talent. Ja. Ich weiß nicht, ob sie in sowas geschult wurden. Ich finde das nur echt schade, weil eben, wo wir gegen die gespielt haben, das war für mich so ein Moment, da hat mir das Spiel angefangen, richtig Spaß zu machen. Ja. Für die vollen 10 Minuten, die es gewährt hat. Es ist traurig, dass wir über sowas lachen müssen. Mann. Das ist wie wenn du jetzt über dein erstes Mal erzählen musst. Hey Leute, ich hab's gestern geschafft. Weißt du, ich hab die Freundschaft mit ihr. 2 Minuten, Junge. Ich hab die Freundschaft mit ihr maximiert und dann hab ich Benefits bekommen. Nach 3 Minuten bin ich aber disconnected. Ihr habt mal Glück, dass es überhaupt eine Minute ging. Aber die Minute, die spielbar war. Das stimmt. Also das Vorspiel hat auch echt lange gedauert, muss ich sagen. Aber erstmal Leute, nur ganz kurz. Ja. Wir müssten, falls in Zukunft sowas mal nochmal kommen sollte mit Clan War und so, wirklich mal, weil ich fand, wir haben gut zusammen funktioniert. Ja. Wir müssten mit Jax mal reden. Und mal öfter Spiele zusammenspielen, finde ja, ich. Ja, wir brauchen ein Clan-Training. Vielleicht sogar einen wöchentlichen Termin. Ja. Also. Ja, das Problem ist bei mir nur, eigentlich bin ich ja Trainer. Bei mir ist nur ein Problem, ich habe noch Zeit. Eine Woche Schwierigkeiten, weil Traubenlese halt. Ja. Okay. Also ich kann immer, ist kein Problem, spätestens 19 Uhr bis 23 Uhr kann ich immer, auch jetzt. Aber richtig Zeit haben werde ich erst, wie gesagt, in der Woche. Dann kann ich ab 17 Uhr bis 23 Uhr, 24 Uhr machen. Aber wisst ihr, was die Lösung ist? Wir brauchen einfach einen zweiten, der das organisiert, wenn du das nicht kannst. Und haben wir nicht einen? War da nicht einer? Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, den Titel Combat Leader hast, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, dann brauchen wir einen Co-Combat Leader. Eigentlich schon, ja. Oder Advisor, wie auch immer man das nennt. Und einen dritten am besten, der das macht, Jungs, wenn keiner kann. Ja. Wie ist denn das? Ist jetzt noch irgendwie Programm geplant? Beziehungsweise das noch heute erneut zu machen? Nein. Nein. Also das Problem ist, sie werden Turniere jetzt generell erstmal verschieben und lassen, weil MGO selbst, das Spiel selbst, es nicht möglich macht, was viel für sich sagen will. Also heute nicht, nächste Woche nicht, das... Ja. Also... Ja, vielleicht nach dem nächsten Update. Können wir ja schon Weil dann können wir doch erstmal alle unsere Klassen hochspielen, alle Fähigkeiten freischalten und so weiter und so fort, weil... Ich kann Prestige machen! Ja. Was ich nur hart finde, ich habe ja heute meinen Enforcer hier geboostet, aber nicht meinen Infiltrator. Ich spiele zwar viel für die Zeit, die ich habe, sage ich noch, also es ist immer noch viel zu wenig, und da hat mich das Level überrascht eben, muss ich sagen. 10.000 DP! Leute? Kubasser. Oh ja, kurz. Yes? Ja? So this tournament specifically might not be rescheduled, but I think I might have to do this team versus the other Wolves team, because you guys are a lot more organized than the you guys are gonna have to be fighting each other. That's six months of planning. Yeah. Well, for me, it was a lot. Yeah, I think it's been 6 months or a year of me like planning competitive league, and this was like the first one. And this is just a sample. You guys forget, like, this was just a test, and this was just with 4 teams. I'm planning to do 16 teams, but this, it's not gonna happen. It's soon. Gonna be a 10K. First of all, my respect for those planning time.
Yeah. You gotta thank our leader. Jax, he was the one who organized it, and he's to thank because he did a great job for all you could do. I could just see him watching him and Red were watching the Twitch. Yeah. I could just see it just turned real bad. Yeah, after the first match, it just went totally bad. Yeah. But yeah, so now will we be fighting today or is it No, definitely not. Unless you guys want to fight against the I'm not going to be monitoring it, but you guys can you guys can send me the footage afterwards of you guys can verse your other. Oh, da Alter, ist das nächste Problem. PSN. Ja, PSN. Ja, wenn MGO mal funktioniert, dann funktioniert PSN nicht. Wir würden einfach alle auf dem PC spielen und hoffen, dass da dedizierte Server sind. Ja, also... Prestige! Also aber ist mal die so okay aus. Ist mal die Frage, ob es nicht vielleicht auch irgendwann, also wenn sie das bis zum PC-Release nicht hinkriegen, ob das vielleicht sinnvoller ist, tatsächlich auf dem PC zu spielen. Das kriegen die auch hier hin. Das kommt alles mit Patch. Das kriegen das die Worker Gear ausschalten, das Team wechseln. Ja. Das muss geändert werden. Ja, die haben halt einen echt riesigen Community-Input, ne? So organisiert, wie das hier abläuft, habe ich das echt, glaube ich, bis jetzt noch in keinem Spiel gesehen. Also von der Community her. Ich hoffe nur, dass wir als Community dann auch was bewirken können. Ja, das wäre nice. Ich hoffe es, weil sonst sehe ich keine Zukunft. Leute, einen Moment. Ich kann mal jemanden kontaktieren. Ich habe mit Ihnen und 49.998 anderen Leuten eine Petition damals gestartet zu einem Spiel, was in Deutschland nicht rauskommen sollte. Es kommt nächstes Jahr. Ich weiß ja nicht, ob der da Interesse dran hat, sowas zu organisieren. Ich wusste es, du steckst hinter Shenmue 3. Nein, nicht hinter Shenmue. Oh fuck, ist Shenmue 3! Und vielleicht kann er da nochmal was machen, weil dann würde ich ihn auch helfen, aber da kann ich nichts versprechen. Ist extrem viel Arbeit, ist scheiße. Ja, aber immerhin, ne, also ich sag mal so, Input bringt. Weil das ist echt, das meine ich jetzt tot ernst. Ich bin seit Jahren auf der Suche nach einem Multiplayer, der mir wieder Bock macht. Ich habe damals Black Ops bis zur Vergasung gezockt. Ach, schöner Vergleich. Moment. Bis zur Vergasung? Ja. Moment. Oh, ich vergaß. Dann ist halt das Problem gewesen, dass danach nur das scheiß Call of Duty kam. Battlefield war nicht so meins. Weil es einfach so groß ist und dann hab ich halt auch nicht die Leute gehabt. Das war dann auch immer scheiße, alleine da rumzugammeln. Und hier stimmt für mich einfach alles. Es gibt zwar ein paar Balancing-Probleme, aber die gibt's ja überall. Und wenn das ich finde das Gameplay gerade von MGO so geil. Ja. Es ist nur auch an sich perfekt. Ein paar Modi noch reinpacken, dann haben wir's. Hätten die das so gemacht wie Battlefield in der Hinsicht von dem Matchmaking und von den also von der Vielfalt, dann wäre perfekt. Dedicated Server. Ich hätte Dedicated mir direkt im Monat. Server. Ja, ich hätte mir direkt einen Server für 100 € im Monat gemietet, hätte mich nicht gelobt, kein Problem. Also. Ich verstehe nicht, warum die das nicht machen. Würde ich sofort bezahlen. Jetzt kann Weil dann könnten wir den als Clan nutzen. Ja, gut, Jungs, ne? Dann würde jeder am besten noch so ein. Hallo, wie viele Leute sind hier im Clan? Sagen wir, sind 40 Leute im Clan. Da gibt es wieder 5 € im Monat. Dann ist der ganze Server bezahlt, wenn er 200 € kostet. Ja, okay, das hat auch wieder, das stimmt. Aber das wäre ja alles machbar irgendwo. Dann legen wir ein Spendenkonto für Jax an und. Jax Lebensversicherung. Seine Rente. Jax in Not. Komm, ich stehe nach einer Runde online. Kleine Jackson in Not, bitte. Michael Jackson. Jungs, ich bin dann jetzt auf jeden Fall raus. War nices Turnier, nicht Turnier, was auch immer. Es war, für alles, was es gewährt hat, das Team Sneaking Match war definitiv mein Highlight Team Sneaking Match. Und ich freue mich, das hochzuladen.
Ich freue mich. Ja. Das war gut, ja. Geil. Ich weiß nicht, wie das ist mit Twitch, ob der das aufzeichnet, sonst hätte ich dir gesagt, kann ich dir eventuell auch Footage zu A, wobei die ist eh crappy Qualität. Ich guck mal, ich gebe mir mal deine Twitch-Seite, ich gehe mal mit dem J-Down nur, ob da was ist, weil ich kann Twitch-Streams runterladen. Ist halt ganz normaler Twitch-Link / Tomberry mit 3R. Tomberry mit 3R, ich gib's mal. Der kleine Grüne mit der Kapuze und dem Messer und, dem scheiß Küchenmesser, du hast ganz genau. Dem One-Hit-Küchenmesser, bitteschön. Das genau, das Küchenmesser auf der fucking Welt. Was wollte ich noch gerade sagen? Achso, ist bestimmt geil, wenn wir nächstes Mal mit gegen die antreten, mal sehen, was die für einen Fortschritt machen in ein paar Monaten oder so. Nächstes Mal ziehen wir die zu Null ab. Ja, wir also, werden auch besser sein. Hallo, in einem Monat bin ich Prestige 3 Ende. Ja. Level 40. Auf allen vier Charakteren, weil du einen vierten Scheiß haltest, wenn du so weit bist. Also mit der Methode, genau, die wir gemacht haben, die Schummeli, Asi, Squall und ich gemacht haben, vorhin stimmt das. Die was? Wir sind innerhalb von 2 Stunden auf Level 20 gekommen. Von okay. uns. Das kannst du auch so machen. Habt ihr gemacht? Oder was? Du gehst hin, oder Asi erklärt dir das. Oder willst. Naja, gut, ich bin raus. War okay. Schön, bis ciao. Morgen oder so. Jo, viel Spaß. Wurde gerade das Boosten angesprochen? Ja, wurde. Ja. Und ich bin interessiert. Also, ganz kurz. Du brauchst eine gerade Zahl an Teilnehmern. Und jetzt ist folgendes. Du startest dann, hier der Modus, den wir als erstes gespielt haben, Club Entdecker. Mhm. Dann treffen, also machst Ansturmmodus an, machst auf halbe Stunde, wenn ihr beide eine halbe Stunde Zeit habt, also eine Stunde Zeit habt insgesamt, ja. Oder die anderen. Dann trefft ihr euch in der Mitte, man spricht sich ab, wer welchen Trainingspartner hat, dann greift man den, fragt ihn aus, lässt ihn los, also lässt er zwei los, dann holt der andere den und greift den, fragt ihn aus, lässt ihn los, dann macht der andere wieder und das die ganze Zeit. Gibt immer 500 Punkte und kannst du machen, bis du schwarz wirst. Und so haben ich habe als Verliererteam 180.000 Erfahrungspunkte bekommen in einer Stunde. Beim letzten Mal habe ich 202.000 bekommen. Ich als Verliererteam. Ja, ich meine als Gewinnerteam. Wie hattet ihr die Geduld, das überhaupt zu testen? Wir haben ja zweimal am Stück gemacht. Beim ersten Mal mussten wir nach 40 Minuten oder so essen gehen. Ja. Aber beim zweiten Mal haben wir durchgesogen. Eine Stunde am Stück. Pass auf, das ist auch kein Cheaten und kein Glitchen. Das ist halt Training, wie es Big Boss mit seinen Soldaten auf seiner Plattform macht. Weil die müssen ja seine Techniken perfektionieren. Das geht nur, wenn man das 100 Mal macht. Und dadurch sammelt man Erfahrung. Es ist das Peace Walker Tutorial. Ja, ist so. Haben wir auch gedacht. Aber es gibt eine Sache, die man machen sollte. Und zwar immer Danke sagen, wenn man verhört wird. Wie auf der Mama-Welt. Was ist der Name deiner Mutter? Stimmt. Danke. Danke. Super. Du bist großartig. Danke. You're great. Dann noch mit mehr L an. You're great! Ey, aber ich fand das eben saugeil mit dem, Türki da. Der ist mitten am Reden, sagt schon, er will uns schon so ein bisschen loben, meint so, wir sind, fängt schon an. Ich sehe ihn, sniper ihn ab. Und er ist dann erstmal still für eine Sekunde. Okay. Ja, das hat auch nichts mit Schwanzvergleich zu tun. Da muss ich dann wirklich den Sniper loben, der angesprochen ist. Weil das ging ja so flott und selbst er hat das ja gesagt. Und ich finde, man darf, wenn man Lob bekommt, das auch annehmen. Also, aber er hat ja uns alle gelobt. Die sind sowas von gut organisiert allgemein und unser Team ist. Ja, nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich sind wir voll unorganisiert. Im Prinzip. Ja. Weil wir haben uns nur kurz abgesprochen, dann ab. Also, lass uns mal ordentlich zusammen zocken. Erstmal einfach nur zusammen zocken ohne große Taktik
und nach ein, zwei Wochen mal anfangen mit Taktik zu spielen. Ja. Weil man es ja erstmal kennenlernen muss. Und wenn wir dann nochmal auf die Gegner treffen und die haben nicht gelernt, dann sind die im Arsch. Ja. Aber ey, die haben echt eine Minute gebraucht, um da hinzurücken und ich konnte dem ersten sofort einen Headshot geben. Ja, ey, ich habe die Nachricht erst nach dem Match gelesen, gehört. Da bin ich drauf, dann sagt er, you can start the match instantly if the clock runs. Vor allem hat einer von euch eigentlich eine Maschine allgemein beim zweiten Match benutzt oder so? Ich nur ganz kurz. Gar nicht. Aber also, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Also nein. Wir haben die besiegt, auch noch teilweise. Ich habe alles kaputt geschossen, David. Also die Schrittstellung und so. Und am Ende haben wir sogar noch Scheiße gespielt, vor allem ich. Ich habe zum Beispiel jeden Zweikampf verloren von der Nähe aus, weil ich mit der Ohr gar nicht mehr getroffen habe angeblich. Warum auch immer. Und trotzdem haben wir gewonnen die Runde. Hallo. Nee, ja, das war cool. Nicht über Cloak & Dagger, sondern Bounty Hunter? Ja, das war Bounty Hunter.